Moin Leute und ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der FIFA 19 Karriere mit dem FC St. Pauli. Heute mal etwas anders, denn heute werde ich probieren, das Video ein bisschen anders zu schneiden. Falls euch das Ganze gefällt, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr euch fürs nächste Mal wünscht, beziehungsweise ob ich das wieder anders machen soll. Schreibt das gerne einfach mal rein. Heute geht es in einige Spiele rein, die ich euch eben ganz kurz zeigen werde. Und zwar spielen wir heute gegen Heidenheim, gegen Arminia Bielefeld, gegen Jahn Regensburg und wahrscheinlich auch gegen Dynamo Dresden. Also ich denke mal, dass wir das Spiel gegen Dresden machen werden. Und dann eventuell, je nachdem wie lange das Ganze dauern wird, dann noch gegen den VfL Bochum das Spiel spielen werden. Das sind also die Spiele, die wir spielen werden. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange drum rum. Das erste Spiel wird nämlich Heidenheim sein. Und das steht auch direkt schon an. Wir werden das ganze Spiel natürlich simulieren, denn es geht nur gegen Heidenheim. Wir spielen in der B11. Gucken mal, wie wir uns gegen Heidenheim schlagen werden. Und schauen mal das Spiel an. Wir verlieren 0:2 gegen Heidenheim. Sehr, sehr bitter. Thiel mit dem einen Tor und Misao mit dem einen Tor für Heidenheim. Sehr, sehr ärgerlich. 0:2 gegen Heidenheim muss nicht sein. Kann man sich sparen, das Ganze. Bittere Sache. Das nächste Spiel steht vor der Tür gegen Arminia Bielefeld. Das Ganze werden wir wieder simulieren und zwar nicht mit der Mannschaft. Warum wählt er denn immer die falsche Mannschaft aus? Wir wollen mit unserer A11 spielen und das ist nicht die, sondern das ist diese hier. Und warum nimmt er das nicht an? Das ist die Frage, die ich mir gerade stelle. Warum nimmt er denn nicht die A-Mannschaft an? Es bleibt ein Rätsel. Moment mal. Das klären wir ganz kurz und sehen uns dann gleich wieder. So, ich habe keine Ahnung, warum das Ganze so ist, wie es ist. Wir müssen jetzt einfach mit der Aufstellung spielen. Das funktioniert irgendwie nicht, aus irgendwelchen Gründen. Nervt mich gerade massiv, aber können wir leider nicht ändern. Das heißt, wir müssen das Spiel so spielen und 1:1. Cordes trifft in der 11. Minute, nachdem Pritel die Arminia, die DSC Arminia Bielefeld in Führung gebracht hatte. Und Quaschner mit dem 2:1 und mit dem 3:1, das sieht bitter aus, das wird garantiert eine Niederlage, 3:1 hier für Bielefeld und wir gehen ans Ende, 4:1, da Klos in der 83. noch Elfmeter verwandelt, das war richtig bitter und ich hoffe beim nächsten Mal klappt das irgendwie besser, weil mich nervt, dass wir mit der B11 spielen müssen, weil FIFA das nicht hinbekommt, also was ein Fail. Nächstes Spiel gegen die Jungs von Jahn Regensburg. Wir gehen rein, müssen wieder mit dieser Mannschaft spielen. Ich habe die Vorlage sogar gelöscht, aber trotzdem nimmt er das nicht an. Es ist ein absolutes Rätsel. Ich verstehe es nicht und ich fühle mich tatsächlich auch ein bisschen verarscht, weil so welche Sachen machen die Karriere einfach kaputt. Muss man einfach mal so ganz ehrlich sagen. Keine Ahnung, was der Scheiß soll. Sorry, aber für die Wortwahl. Aber sowas nervt einfach massiv und wir verlieren hier mit 2:0 gegen Jahn Regensburg. Stehen jetzt wahrscheinlich auf dem Abstiegsplatz, nur weil FIFA es nicht hinbekommt, hier das vernünftig zu regeln. Ja, 15 Punkte, Platz 13, ein Platz hinterm HSV, wir werden kurz trainieren und dann müssen wir das nächste Spiel spielen und hoffen, dass es danach wieder funktioniert. Ich weiß nicht, was der Scheiß soll. Ich weiß es nicht, ich kann es mir absolut nicht erklären, ich kann es gerne nochmal zeigen. Wir haben hier bei der Mannschaft die nur noch diese eine Taktikvorlage, aber unser Team will irgendwie nicht so spielen, wie wir es aufgestellt haben. Keine Ahnung, was das soll. Wir sehen uns beim nächsten Spiel wieder. Alles blöd, diese Folge. Wir sind im Monatsbericht der Jugendmannschaft und gucken uns hier nochmal unsere Spieler an und haben hier mit Nicolas Albert ZOM 54er Potenzial. Das nervt mich tatsächlich ein bisschen, dass er so ein geringes Potenzial hat. So eine geringe Gesamtwertung, das wollte ich sagen. Denn er hat ein 80 bis 94er Potenzial, ist aber schon 18 Jahre alt. Zentraler defensiver Mittelfeldspieler, relativ groß. Lassen wir erstmal nochmal in unserer Jugendakademie. Und wir haben hier Pierre Aubert, 59er Gesamtbewertung und ein 76er bis 94er Potenzial. Also die beiden wohl die besten Spieler bei uns hier in der Jugendakademie. Wobei Jérôme Martin auch nicht schlecht ist. Mal gucken. Und auch Baptiste Albert ist nicht schlecht. Also die beiden derzeit die brauchbarsten, da wir die beiden schon gut spielen könnten. Mal gucken, was wir mit den beiden machen. Wir lassen die aber erstmal in der Jugendmannschaft drin. Es ist Heimspieltag und zwar spielen wir dieses Spiel gegen die Jungs von Dynamo Dresden. Diesmal auch mit unserer richtigen Elf. Ich hoffe, dass jetzt alles funktioniert. Millerntor-Stadion ultimativ 4 Minuten. Auf geht's gegen Dynamo Dresden. Ganz herzlich willkommen hier aus dem Millerntor-Stadion zum Spiel zwischen dem FC St. Pauli und Dynamo
Dresden. Ja, das Millerntor-Stadion ist ausverkauft bei dieser Top-Partie. Heute treffen zwei Mannschaften aufeinander, die derzeit relativ tief unten im Keller sind. Dynamo Dresden hat die schwächste Offensive der Liga. Gerade mal 10 Tore haben sie geschossen. Und St. Pauli derzeit auch mit einem Abwärtstrend. Wir springen direkt rein. Dritte Minute, das ist Henk Fährmann. Spielt hier auf Gomez. Henk Fährmann mit dem Schuss, aber starke Parade hier vom Keeper der Dynamo. Siebte bzw. sechste Spielminute. Freistoß St. Pauli. Knoll spielt den Ball hier auf Sobota. Der zieht ab, gehalten bzw. Pfosten. Und dann ist da Gomez und trifft zur Führung für die Kiezkicker. 1:0. Siebte Spielminute. Richtig schön gemacht. Hier Sobota mit einem Schuss, der gegen den Pfosten knallt. Dann gegen den Rücken. Und dann kommt Gomez und verwandelt eiskalt. 1:0 für den FC St. Pauli. Vielleicht finden sie ja mit diesem Tor zurück in die Erfolgsspur. Angel Gomez, zweites Tor in der laufenden Saison. Das heißt, diese Verpflichtung hat sich gelohnt. 44. Spielminute. Dynamo Dresden im Angriff mit dem Schuss. Der geht aber meilenweit neben das Tor. Erste gute Chance für Dynamo Dresden. Dann 50. Spielminute, kurz nach der Pause. Fehlpass. Und das ist Dresden über die linke Seite. Der Schuss übers Tor. Glück gehabt für St. Pauli. 67. Spielminute. Wieder mal die Gelben mit diesem Schuss. Der segelt aber knapp am Tor vorbei. Nochmal Dresden. 75. Spielminute. Sie werfen alles nach vorne, können aber auch hier nicht das Tor treffen. Letzte Szene des Spiels. Freistoß für Dynamo. Die Nachspielzeit ist schon lange rum. Und dann dieser Freistoß. Benatelli abgeblockt und Himmelmann hat ihn. Und dann war auch schon Schluss. Der FC St. Pauli gewinnt hier mit 1:0 am Millerntor gegen Dynamo Dresden. Knappe Kiste, aber insgesamt dann ein doch verdienter Erfolg für die Kiezkicker, auch wenn Dresden gerade in der zweiten Halbzeit die besseren und auch die häufigeren Chancen hatte. Dennoch verdienter Sieg für den FC St. Pauli. So, nach diesem erfolgreichen Spiel gegen Dynamo Dresden gucken wir uns mal die Tabelle an. Und zwar sind wir in der Tabelle immerhin wieder auf Rang 10. Allerdings ist der HSV leider mit genauso vielen Spielen auf Rang 8. Hat 3 Punkte mehr, also dieses Simulationsding ist absoluter Abfuck. Das heißt aber auch, dass der Aufstieg diese Saison richtig schwer wird. Denn das sind jetzt schon 8 Punkte auf den Drittplatzierten. Und ob wir das schaffen, bleibt in den Sternen oder steht in den Sternen, mal gucken. Wir müssen einfach hoffen. Und vielleicht bringt ja das neue Jahr 2019 noch ein bisschen mehr Konstanz und vielleicht ein bisschen mehr Glück noch. Denn in den nächsten beiden Folgen, beziehungsweise in der nächsten Folge, kümmern wir uns dann um das Spiel gegen den VfL Bochum, gegen Greuther Fürth und gegen den 1. FC Magdeburg. Und dann ist erstmal Wintertransferphase und das werden wir in einem Stream machen. Das heißt, ich würde mich freuen, wenn ihr jetzt vielleicht schon mal Transferwünsche reinschreibt für den Januar in die Kommentare. Wir gucken mal eben ganz kurz rein, wie viel Transferbudget wir haben. Und zwar sind das 8,53 Millionen. Damit kann man doch ordentlich was anfangen. Also schreibt das gerne jetzt schon mal in die Kommentare, was wir da so im Januar verpflichten sollen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis zum nächsten Mal. Tschüss.